Moin, ich bin Dirk von Sika und ich unterstütze Silke und Matze dabei, ihren Kastenwagen zum Camper auszubauen. Heute wollen wir die Solaranlage von Büttner aufs Auto montieren. Dazu packen wir es jetzt. Ja, super. Also die Spoiler werden ja aufs Dach geklebt. Und wir haben hier auch ein mit Büttner abgestimmtes und entwickeltes Klebeset dabei. Sehr einfach in der Anwendung. Gucken wir uns gleich mal an. So, Matze, wir haben hier das schöne Klebeset. Da ist eine Montageanleitung drin, ein Schleifvlies, ein Aktivator, ein Primer und so ein Sikaflex 554. Ja, wozu brauchen wir das Schleifvlies? Das Schleifvlies benutzen wir, um den Kunststoff von innen leicht anzuschleifen, so eine Art Reinigungsschliff. Bei älteren verwitterten Lacken würden wir den auch einsetzen, aber hier bei diesem hier fast neuen Lack, da brauchen wir das nicht. Brauchen wir nur kurz sauber machen. Ja, dafür ist das. Okay, wozu brauchen wir den Primer und den Aktivator? Den Aktivator nehmen wir als Haftreiniger für beide Untergründe, für den Lack und auch für den Kunststoffspoiler hier. Den Kunststoffspoiler, den müssen wir tatsächlich nochmal zusätzlich primern. Also bei ganz unterschiedlichen Gründen brauchen wir für die perfekte Haftung wirklich unterschiedliche Vorbehandlungen. Okay. So, und dann kleben wir mit dem Sikaflex 554. Und der wird dich in der Anwendung wirklich begeistern. Dirk, ich habe gesehen, dass das Dach eine leichte Wölbung hat und somit das Panel nur hier aufliegt und hier. Am Anfang und am Ende einen Spalt haben. Macht das was aus mit dem Kleber? Nö, gar nicht. Wir kleben das Ganze ja elastisch auf. Also an der niedrigsten Stelle hier, wo wir den kleinsten Spalt haben, da wollen wir noch eine 2-3 mm Klebeschicht haben. Da heben wir das ein bisschen an mit dem Abstandhalter. Und hier am Rand können wir elastisch sehr gut solche Unebenheiten ausgleichen. Das geht ganz schön dick. Ist durchaus auch so, dass wir dann durch die Klebeschicht dicke dynamische Belastung, also wenn sich das Fahrzeug bewegt, auffangen können. Das ist klebetechnisch überhaupt kein Problem. Okay, jetzt machen wir so einen kleinen Reinigungsschliff. Geht ganz leicht. Einfach nur mal kurz so abziehen. So, dass die Oberfläche ganz sauber wird. Gut, jetzt kommt der Primer drauf. Unser Sika Primer 210 für den Kunststoff hier. Den pinseln wir jetzt drauf, in so einer kleinen Anwendung. Ist auch durchsichtig, ist kaum zu sehen. So, und einfach nur eine dünne Schicht hier drauflegen. So. Okay, der Aktivator ist ja ein Haftreiniger, ne? Also der macht sauber und baut uns eine Haftbrücke. Und so das Papier gefaltet hier. Schrauben das eben mal auf. Mach mal so einen großzügig nassen Fleck hier auf das Papier drauf. So, kannst du auch machen. Okay. Und dann wird eigentlich immer nur in eine Richtung gewischt. Gut. So, kurz rüber. So, und dann das nächste. Okay, wir haben jetzt alles vorbereitet. Wir haben bei dem Modul noch hier die Kanten abgeklebt, dass wir nachher schön sauber bleiben. Kabel ist dran, Abstandshalter sind da. Jetzt setzen wir eine Dreiecksraupe drauf. Warum eine Dreiecksraupe? Was ist das denn? Eine Dreiecksraupe, also wir haben hier so ein kleines Dreieck reingeschnitten. Die Dreiecksraupe steht dann hier so ein bisschen hoch. Die ist wesentlich leichter zu verpressen und gewährleistet, dass wir hier immer die richtige Klebeschichtdicke auch wirklich haben, dass wir überall einen Materialschluss haben. So, davon machen wir zwei Stück hier drauf. Dann drückt das Modul den ganzen Klebstoff hier runter und durch die Abstandhalter hier bleibt hier genügend Klebstoff stehen. Okay. Das geht mit der Dreiecksraupe perfekt. Ich lege mal los und dann müssen wir. Ja.